Hallo. Fortnite. Reload. Wir schauen uns mal, was dieser blasse, dünne Junge hier erspielt hat in Tilted Towers. Los geht's. Oh, was hat das denn für eine Waffe? Die gefällt ihm, habe ich mir mal sagen lassen, nicht ganz so gut. AR und Charge Shotgun. Naja, es geht besser. Schauen wir mal, was er draus machen kann. Der erste Gegner wird angehittet. Der zweite Gegner wird übrigens auch angehittet. Verschwindet unten in dem kleinen Hütchen. 1, 2, 3. Der vierte Schuss, fünfte Schuss sitzt. Das ist in Ordnung. Der erste Kill ist mitgenommen. Weiter auf dem Dach, ein bisschen hochgelootet. Die alte Charge Shotgun weg. Der trifft ihn Gott sei Dank nicht. 1, 2, 3, 4 Hits. Down. Und in der Luft müsste auch noch einer sein. Kann er den hitten? Sieht so aus. Sieht gut aus. Und das mit einer grauen AR. Ist doch vollkommen in Ordnung. Die nächsten beiden Kills sind eingefahren. Wie geht's weiter? Okay, da hat er wohl was gesehen. Hat er was gespottet. Und er geht unter die Brücke. Und da werden irgendwelche Luftpolster geworfen. Und auch wieder kaputtgeschlagen. Das ist natürlich relativ sinnbefreit, aber vollkommen in Ordnung. Der erste Gegner ist down. Der zweite sieht mir auch nach einem Bot aus. Dementsprechend kann man den wahrscheinlich auch relativ simpel töten. Oder ist das hier schon das Ende der Fahnenstange? Nein, ist es nicht. Kleiner Spoiler. Auch der ist down. Wenn das Aim unheimlich schlecht ist. Aber dann muss er sich auch einfach besser konzentrieren. Das Aim ist ja dermaßen schlecht. Eieieiei. Sind teilweise Bots in der Runde unterwegs, ist teilweise schlechtes Aim, aber naja. Mir sagen lassen, der Junge hat lange Pause gemacht im Spiel. Nächster Gegner. Down. Teilweise muss man hier sagen, das ist aufgenommen und ruckelt leicht. Erklärung gibt's gleich. Jetzt guckt er erstmal rechts und sieht in ganz, ganz weiter Ferne einen Gegner hüpfen. Und da hüpft er jetzt hin. Mit einer Impulsnade. Teilweise hat das Spiel wirklich sehr, sehr geruckelt an dem Tag. Das liegt wohl an der Aufnahme plus am hochqualitativen Gameplay an der Aufnahme. Ja, das Spiel lief halt nicht unbedingt flüssig. Das werden wir, glaube ich, das eine oder andere noch mal sehen, dass das hier ein bisschen ruckelt. Hat ihn aber scheinbar an einer guten Runde nicht hindern sollen. Impulsnade hin. Wo sind die Gegner? Oben irgendwo auf dem Berg. Links ist einer. Und da wird geschossen. Rechts fliegt auch noch einer. So wie ich das hier sehe. Und da snappt noch jemand auf der linken Seite. Das sind alle Spieler, die das Bauen definitiv nicht erfunden haben. Aber auch schwierig teils zu treffen. Ne? Versteckt er sich wieder hinterm Stein. Dann muss er wieder einen anderen Blickwinkel suchen oben. Der baut sich überhaupt gar nicht ein. Was auch immer der da macht. Der Vierer-Hit war übrigens sehr, sehr wichtig. Und jetzt gibt's, Gott sei Dank, freie Schussbahn. Teammate ist down. Ist nicht schlimm. Auch wenn man im Duo spielt, sind es meist sowieso Solo-Runden, die man hier vollbringt. Irgendwo muss rechts ja noch ein Gegner sein. Er hatte ja vorhin schon angehittet. Oben fliegt nur einer aus der Luft. Ein Hit. Zwei Hits. Sonst geht keiner rein. Sehr, sehr schade. Rechts sind Steps. Das muss der Gegner sein. Der wurde vorhin schon low geschossen. Noch einmal minus 60. Klar, der links geht weg. Da ist jetzt erstmal nicht der Fokus drauf. Der muss eliminiert werden. Nochmal minus 60. Hat ein Medkit genommen. Nochmal einen 10er Hit. Und jetzt müsste der dann auch down sein. Gut runtergespielt. Ist in Ordnung. Weiter geht's. Mit dem nächsten Gegner. Max A 2.0 aus der Luft gelasert. Da sind wohl welche eingeboxt. Die kommen vielleicht später nochmal ins Spiel. Und der nächste Gegner. Auch wieder gut angehittet. Nochmal in der Luft. Nochmal in der Luft. Und hinterher. Zwei Hits. Mr. Lion Play ist down. Das sind die beiden Jungs, die schon eingeboxt sind. Und das ist eine Szene, die hätte ich am liebsten rausgeschnitten. Ich weiß, was hier passiert. Und was da passiert, ist nicht gut. Aber, ich habe es angesprochen, das Gameplay lief teils nicht flüssig. Das kommt jetzt sehr zum Tragen. Vor allem in dieser Szene. Hätte ich gerne was gebaut. Absolute Verzögerung beim Bauen. Das Spiel bleibt jetzt gleich auch kurz stehen. In einem Fight 2 gegen 1. Gar nicht mal so angenehm. Aber, was willst du machen?
Da. Das steht einfach. Eingeboxt, hat er kurz gemerkt. Oh, hier läuft irgendwas aber gar nicht flüssig. Lass uns das mal lieber kurz abwarten, wie es weitergeht. Drauf geschossen. Den Gastank, der ist explodiert. Mit der Hoffnung, dass es einen Gegner erwischt. Leider nicht passiert. Da oben ist der Gegner drin. 40er Hit. Nochmal ein Hit, nochmal ein Hit, nochmal ein Hit, nochmal 40. Alles in allem keine unbedingt guten Hits, aber naja, was willst du tun? Und der andere, naja, was auch immer der da macht. Ich weiß nicht. Das war die Szene. War nicht gut runtergespielt, aber ey, man muss tun, was man tun muss. Und weiter geht's. Einfach nur die Gegner mitnehmen. Sind zwei nicht wirklich überragende Kills gewesen. Mund abwischen. Weiter geht's. Loot Drop geöffnet. Der sollte dann auch eliminiert werden in der Luft. McFried. Der Name, glaube ich, fällt häufiger noch in dieser Runde. Wir beobachten es mal. Nächsten Gegner gesichtet. Angeschossen. Minus 60. In der Luft wieder jemand. 30, 30, 30. Wenig AP. McFried down zum zweiten Mal. Ist natürlich ärgerlich und doof runtergespielt, dass er in dem Moment dann doch wieder diese Richtung zu dem roten Devilskin einschlägt. Dementsprechend ist sein Todesurteil. Oben wieder einen Gegner. Keinen wirklichen Blickwinkel auf den. Kann nicht richtig angehittet werden. Ja, Registrierter. Da kommt jemand. Der wird angehittet. Der wird angehittet. Der wird angehittet. Nicht bekommen. Unten eingeboxt. Mit Metall. Baut er halt gut zu. Wenig Möglichkeiten. Das ist der Gegner, der gerade angeschossen wird. Und McFried wieder down. Gut, der hat in der Luft schon 30 gekriegt. Dementsprechend hat dieser 70er Pump dann eben gereicht. Nächste Gegner. Den hatten wir vorhin nicht bekommen können. Nochmal 49er und das ist brutal ärgerlich, dass er den Kill nicht bekommt. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das der Gegner ist. Und den hat er verfolgt. Und den wird er gleich, wenn alles rund läuft, wohl doch noch eliminieren können. Auf der Range minus 50. Kein Kill. Aber er kommt dann nicht richtig hoch. Nochmal 33, nochmal 30. Und er kommt nicht heraus aus der Szene. Mr. Lionplay darf die Runde verlassen und zurück zur Lobby. Das war es für ihn. 2 gegen 2. Die scheinen da hinten zu sein. Nochmal hochhealen für die letzten beiden Jungs. Zum Sieg. Rüber impulst. Der erste Gegner. Impulst ebenfalls. Shotgun-Hit. Gut mit der AR hinterher gelasert. War vollkommen in Ordnung. 2 gegen 1. Das sollte es gewesen sein. Oder doch nicht? Komische Flugbahn. Sah so aus, als würde er nach rechts fliegen. War nicht der Fall. Da unten sehen wir jetzt gleich das Licht. Der Snipe kommt. Und der Sieg ist da. Gute Runde. Und bis hier.